Klimaaktivisten haben in Österreich eine Autobahn blockiert und sich erneut auf die Straße geklebt. Die Aktivisten der Letzten Generation AT fordern in einer Aussendung ein Ende der fossilen Zerstörung und den Übergang zu einer Überlebenswirtschaft. Polizeisprecher Markus Dietrich bestätigte den Einsatz im Bereich der Stadionbrücke. Zahlreiche Zeugen hätten sich zuvor gemeldet. Es gab bereits Stau und daher werde versucht, den Verkehr umzuleiten. Laut dem Polizeisprecher befanden sich rund 10 Personen mit Transparenten auf der Fahrbahn. Nach eigenen Angaben der Aktivisten haben sich mehrere Teilnehmer der Aktion auf der Straße festgeklebt. An dem Verkehrsknoten Erdberg führen Abfahrten der Ostautobahn und der Südosttangente in die Wiener Innenstadt. Die Polizei werde den Protest mit gebotener Eile und Sorgfalt auflösen, kündigte Dietrich an. Dankeschön.